Jetzt wird ja wieder ab und zu über Kernkraft diskutiert als Zukunftstechnologie oder wie auch immer Übergangstechnologie. Also die Frankreich macht da ja groß, aber auch in Deutschland gibt es da so Ideen. Und teilweise liest man halt auch bei uns in der Zeitung sowas. Und der Gerald hat da mal gemeint, wäre das nichts, und habe ich meint, nein, wäre nichts, und hier erkläre ich, warum ich das meine. Und ich habe mich dann etwas näher damit beschäftigt, und dann ist es ein länglicher Vortrag rausgekommen. Also ja, wie qualifiziert bin ich zu dem Thema? Also ich bin kein Experte, aber ich denke, ich bin besser informiert als die meisten und auch besser informiert als die meisten, die sich zu dem Thema zu Wort melden. Meine Quellen sind vor allem die englische und deutsche Wikipedia, wobei man sagen muss, also Wikipedia ist eigentlich zu neutralem Standpunkt verpflichtet, aber man merkt halt trotzdem, dass bei manchen Artikeln da eine sehr positive Einstellung zu dem Thema des Artikels vorhanden ist. Also ein Beispiel ist, wenn man den, also ich weiß nicht, ob es jetzt in der englischen oder in der deutschen war, Artikel zu Siedewasserreaktor liest, dann steht da, ja, es gibt, man fügt dem Kühlwasser Borsäure hinzu, und dann regelt er sich mehr oder weniger von selber. Und ja, beim Druckwasserreaktor steht das, genau, beim Druckwasserreaktor. Beim Siedewasserreaktor steht, ja, der Siedewasserreaktor verwendet keine Borsäure, und das hat diese folgende Vorteile. Und eben der Siedewasserreaktor ist viel besser, weil er eben keine Borsäure verwendet. Und ja, also man merkt, irgendwas fehlt da. Und also, was meine Überlegung dazu ist, ist, dass halt beim Siedewasserreaktor Borsäure halt einfach nicht geht, weil da siedet das Kühlwasser im Reaktor selber, und dann würde sich die Borsäure als Feststoff absetzen und kann dann nicht mehr irgendwie herumfließen und kann nicht mehr gescheit geregelt werden. Und deswegen, das ist das Problem mit der Borsäure im Siedewasserreaktor. Deswegen verwendet man das dort nicht. Und ja, aber so genau ist das in diesen Artikeln nicht zu finden. Ja, also wie gesagt, Quellen sind englische und deutsche Wikipedia. Und was ich auch noch sehr interessant fand, war eine Diplomarbeit von Etienne Parent im MIT, Nuclear Fuel Cycles for Mid-Century Deployment, aus dem Jahr 2003. Und die Frage ist, okay, ich bin kein Experte, wäre es besser, wenn man einen Experten fragt? Und ist mein Eindruck nach allem, was ich so von vielen Experten zu dem Thema gehört habe, ist, es bestätigt sich das, was da ein gewisser Herr Joad oder Joad, glaube ich, gesagt hat. You can't get a person to admit the arguments of an agnostic because his salary depends on his not letting the agnostic refute him. Also, dass man einen Priester nicht dazu bringen kann, Argumente eines Agnostikers zu akzeptieren, weil sein Einkommen davon abhängt, dass er es nicht akzeptiert. Ja, wenn ihr wissen wollt, für eine bestimmte Aussage, die ich hier tätige, wo das Zeug daherkommt, ihr findet den Source Code zu diesen Folien auf dieser Adresse und könnt dann eben, dort gibt es im Prinzip zu vielen Sachen Kommentare, wo steht, wo ich das daher habe. Ich habe mir das nicht angetan, das so mit Referenzen, die hier sichtbar sind, zu machen, aber wird, denke ich mal, schon gehen. Gut, Grundlagen. Die Kernspaltung ist vermutlich sehr gut bekannt, aber nur mal so zur Wiederholung. Wir haben eben einen spaltbaren Atomkern,
zum Beispiel, also in den meisten Fällen Uran-235, wo ein Neutron drauf trifft und dann wird das gespalten in zwei weitere Atomkerne und so typischerweise 2,5 Neutronen. Und es wird dabei eine Energie von ca. 200 Megaelektronenvolt frei. Was sind 200 Megaelektronenvolt? Das ist halt ein Energiemaß, das halt die ja, Elementarteilchenphysiker gerne verwenden und Atomphysiker und so. Nämlich, also man kann ungefähr sagen, so eine chemische Reaktion, das sind ein paar Elektronenvolt, 200 Megaelektronenvolt sind also ungefähr 100.000 Mal so viel oder mehr. Also im Vergleich zu, wenn ein, was weiß ich, ein Kohlenstoffmolekül verbrennt oder sowas in der Größenordnung. Ja, und eben das Wichtige hier ist, es kommen mehr Neutronen raus, als hier verbraucht werden. Und dadurch, das ergibt eben die Möglichkeit einer Kettenreaktion. Und daraus merken wir gleich, Neutronen sind sehr wertvoll, weil die kommen in der Natur in nur sehr, sehr geringem Ausmaß vor. Also es reicht irgendwie, um halt in einem größeren Reaktor den irgendwann mal anzustarten, wenn dann nicht so viel verloren gehen. Aber es reicht, also wenn man muss eben den Replikationsfaktor, der heißt nicht R, sondern K bei den Kernreaktortypen, den muss man größer gleich 1 halten, damit man eine Kettenreaktion zustande kriegt. So, ja, und also sehr wertvoll sind die Neutronen und natürlich das spaltbare Material, also das Uran-235 ist halt auch ziemlich wertvoll. Wie wertvoll, darüber werden wir noch reden. Andere spaltbare Materialien, also insbesondere haben wir hier mit Plutonium-239 zu tun und womit wir wenig zu tun haben, ist mit Uran-233. Ja, Natururan enthält 0,7% von diesem spaltbaren Uran und 39,3% Uran-238 und das ist nicht spaltbar. Ja, was für einen Reaktorbrennstoff verwendet man üblicherweise angereichertes Uran oder sogenanntes Mischoxid, wo man hat im Prinzip das Plutonium, was man irgendwie herausgekriegt hat und eben also entweder abgereichertes Uran oder Natururan oder Uran, das eben auch irgendwie herausgekommen ist aus der ganzen Geschichte. Zu dem Mischoxid kommen wir noch. Dann, ja, bei Leichtwasserreaktoren wird Uran auf 3 bis 10% angereichert, also das auf einen Uran-235-Anteil von 3 bis 10%. Das ist dann sogenannt niedrig angereichertes Uran, lowly enriched uranium. Und schnelle Reaktoren verwenden ab 20% Uran-235, sogenanntes highly enriched uranium. Ja, eine Sache, die weniger bekannt ist, ist die Geschichte mit dem Wirkungsquerschnitt und der Moderation. Also werden dann vielleicht auch schon einige gehört haben, aber vielleicht nicht so viele wie sonst, wie eben die Sache mit der Kernspaltung. Langsame Neutronen reagieren anders mit dem Uran als schnelle. Und was heißt langsam? Also die Neutronen kommen ganz schnell mit einer Energie von durchschnittlich 2 Megaelektronenvolt aus der Kernspaltung heraus. Wenn die dann abgebremst werden auf so die Energie, die halt
so üblicherweise ist, wenn bei der Temperatur, also bei Zimmertemperatur, dann nennt man sie eigentlich thermische Neutronen. In einem Kernreaktor wird man natürlich nicht auf Zimmertemperatur runterkühlen, sondern auf irgendwie die 300 Grad oder was, die halt diese Brennstäbe da drinnen haben. Aber im Prinzip sind das noch immer thermische Neutronen. Und man sieht eben einen Unterschied, dass das Uran-235 eben bei thermischen Neutronen eben viel besser einfängt wie den schnellen, die eben unmittelbar herauskommen. Also haben wir 500 Mal so hohe, einen so hohen Wirkungsquerschnitt. Und Wirkungsquerschnitt heißt, die Wahrscheinlichkeit, also man sieht das immer relativ zu den anderen Wirkungsquerschnitten, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Reaktion erfolgt. Also hier haben wir die Wahrscheinlichkeit, dass eine Spaltung erfolgt, ist eben 583 Mal höher, als wenn da ein schnelles Neutron vorbeifliegt. Oder man kann auch sagen, hier haben wir diese Wahrscheinlichkeit hier im Vergleich zu der Wahrscheinlichkeit, dass das Uran-235 das Neutron einfängt, ohne gespalten zu werden, das ist halt irgendwie sechsmal so hoch. Und hier haben wir dagegen, die Wahrscheinlichkeit ist da eher 11-mal so hoch. Also wenn man mit schnellen Neutronen spaltet. Also in der Hinsicht ist das Schnelle etwas praktischer, aber die andere Sache ist, wenn man hier mit Uran-238 vergleicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, also insbesondere ist relevant, wenn wir haben eben niedrig angereichertes Uran, dann haben wir eben sehr viel Uran-238, sehr wenig Uran-235 und da macht eben den Unterschied aus, dass das Uran-238 relativ selten mit den thermischen Neutronen reagiert und relativ das Uran-235 relativ viel und was dann zur Spaltung führt. Und auf diese Weise, deswegen funktioniert niedrig angereichertes Uran in so thermischen Reaktoren. Während schnelle Reaktoren, also welche, die mit schnellen Neutronen arbeiten, die brauchen viel mehr Uran-235, weil da diese Wahrscheinlichkeiten, also insbesondere dieses Verhältnis ist dann nur mehr 14 zu 1 statt irgendwie 250 zu 1, was wir hier haben. Jo. Was sehen wir hier noch? Plutonium-239 verhält sich ähnlich wie Uran, nur noch, also hat noch höheren Wirkungsquerschnitt zum Einfangen, also zur Spaltung, allerdings auch einen deutlich höheren zum Einfangen. Wir sehen noch den Wirkungsquerschnitt für leichten Wasserstoff, nämlich der streut die Neutronen sehr gut, was sehr gut ist, um sie zu moderieren. Und hat allerdings auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die Neutronen eingefangen werden. Das ist relevant, weil eben Leichtwasserreaktoren, die mit leichten, wo viel leichter Wasserstoff ist, sind halt da eher problematischer, was eben angeht, jedes Neutron so gut wie möglich zu nutzen. Also problematischer als zum Beispiel graphitmoderierte oder schwermassenmoderierte Reaktoren. Nichtsdestoweniger haben sich Leichtwasserreaktoren durchgesetzt. So, ja, und dann haben wir noch so ein Beispiel für ein sogenanntes Neutronengift, also dieses Xenon 135, das ist ein Reaktionsprodukt, das eben gerne mal, also mit einem gewissen Anteil herauskommt bei der Spaltung von Uran-235 und das fängt halt sehr gerne, also mit einem gigantischen Wirkungsquerschnitt fängt es Neutronen ein. Und da, also man kann sagen, wenn da Xenon 135 im Reaktor vorhanden ist, das frisst einem definitiv, also ein so ein Xenonkern frisst einem definitiv ein Neutron weg. Ja,
Thermische Reaktoren benötigen weniger Anreicherung als schnelle, ja, habe ich schon gesagt. Das ist wichtig wegen der Proliferation, weil Atomwaffen brauchen also eigentlich sehr hoch angereichertes Uran. Und das ist auch wichtig für die Sicherheit, dazu kommen wir noch. Dann ein weiterer Aspekt ist, dass die Temperatur in thermischen Reaktoren den Wirkungsquerschnitt ändert. Wobei ich da jetzt keine wirklich guten Grafiken gefunden habe. Ich habe auch nicht so genau danach gesucht. Eben an einigen Stellen steht einfach nur, dass das Uran 238 mehr einfängt bei höheren Temperaturen. Mein Eindruck ist, es geht darum, dass das Uran 235 weniger einfängt und dadurch verändert sich das Verhältnis und deswegen fängt das Uran 238 mehr ein. Aber wie auch immer es ist, jedenfalls bei höherer Temperatur fangen thermische Reaktoren, geht diese Wahrscheinlichkeit zur Spaltung geht zurück. Das ist eben auch hilfreich für die Sicherheit. Dann hat man so ein negatives Feedback. Und dann gibt es eben noch so Ideen, dass man Atommüll dadurch loswerden kann, indem man ihn mit Neutronen bestrahlt. Aber das ist eben auch nur begrenzt möglich, weil der Wirkungsquerschnitt eben von den verschiedenen Atommüllbestandteilen halt teilweise ziemlich gering ist. Dazu kommen wir auch noch im Detail. Genau, und letztes Grundlagen, Ding, Radioaktivität, also wird üblicherweise definiert als ionisierende Strahlung, was auf jeden Fall ein Effekt ist, den Radioaktivität hat. Mein Eindruck ist aber, worum es eigentlich geht, ist, dass da irgendwelche Moleküle im Körper zerstört werden, also bei der medizinischen Wirkung von Radioaktivität. Moleküle im Körper werden zerstört, also auch wenn es nicht ionisiert, sondern nur freie Radikale auslöst oder sowas, ist es immer noch schlimm. Aber letztendlich wirkt Radioaktivität auch ionisierend. Dann gibt es, also bezüglich dessen, wie das medizinisch wirkt, gibt es das Linear No Threshold Model. Es gibt für hohe Werte von Radioaktivität gibt es ganz klare Dinge, so und so viel Bestrahlung macht dich so und so krank. Aber was ist, wenn man jetzt bei weniger bei weniger Strahlenwerten ist und eben das scheinbar häufigst verwendete Modell ist eben das Linear No Threshold Model. Das sagt einfach, pro Sievert, die man eben an Strahlung abbekommt, hat man eine Wahrscheinlichkeit von 5,5% an Krebs zu erkranken. Also wenn man ein Mikrosievert abbekommt, dann hat man eben eine Wahrscheinlichkeit von 5,5 Millionstel Prozent an Krebs zu erkranken. Und wenn man ein Milliardstel Sievert, dann eben 5,5 Milliardstel Prozent. Kann man sagen, okay, ist jetzt für ein Individuum relativ wenig, aber die Frage ist, was ist, wenn jetzt eine Milliarde Menschen 5,5 Mikrosievert abbekommen? Na, dann werden halt, wie ist das? Dann werden 55 von denen werden an Krebs erkranken, na? Wenn das Modell stimmt. Ein Problem ist, dass es eben für sehr niedrige Strahlungsdosen nicht nachweisbar ist. Man kann da auch keine vernünftigen Experimente machen, weil natürlich das ethisch nicht vertretbar wäre. Und deswegen gibt es, also wenn man da ein bisschen nachliest über Modelle für Radioaktivität, findet man auf der Wikipedia ganz interessante alternative Theorien, die auch nicht nachgewiesen sind, aber eben gibt auch offenbar Leute, die vertreten den Standpunkt, dass ein bisschen Radioaktivität gut für die Gesundheit ist. Nichtsdestoweniger wird dieses Linear No Threshold Model oft verwendet, weil letztendlich ist es
Also wenn man jetzt nicht wirklich glaubt, dass Radioaktivität gut für die Gesundheit ist, dann ist es auf jeden Fall eine Sicherheits, also ist es die sicherere Variante, wenn man annimmt, okay, es gilt, als wenn man sagt, na, es wird schon irgendwo eine untere Grenze geben, ab der ist Radioaktivität unschädlich und deswegen können wir die Leute auch diesen niedrigen Grenzwert aussetzen. Also, obwohl dieses Modell eigentlich üblicherweise verwendet wird, haben die Leute dann trotzdem Grenzwerte eingeführt, die sich irgendwie an natürlichen Strahlendosen orientieren. Also man sagt, was weiß ich, der Mensch erkrankt eben aufgrund von natürlicher Radioaktivität mit so und so viel Wahrscheinlichkeit an Krebs. Wenn das Linear No-Threshold-Model gilt und man setzt dem nochmal so viel aus, dann wird es dann doppelt so viel sein, ist auch noch akzeptabel. Inwieweit das jetzt ethisch vertretbar ist, also ich würde sagen nein, aber dazu kommen wir noch. Gut. Wie ist das? Also die meisten Leute denken eben bei Kernenergie an so Probleme wie Fukushima und was ist jetzt mit der Sicherheit? Insbesondere, was ist bei Leichtwasserreaktoren mit der Sicherheit, weil das sind so die dominierenden Reaktoren heutzutage. Also Fukushima, das waren Leichtwasserreaktoren, also Three Mile Island war ein Leichtwasserreaktor, Tschernobyl war kein Leichtwasserreaktor. Aber im Prinzip, wenn man heutzutage einen Reaktor baut, ist das und es ist kein Versuchsreaktor für irgendwas Spezielles, dann ist es ein Leichtwasserreaktor. Also, ein Leichtwasserreaktor verwendet Wasser als Moderator, also um halt das die Neutronen so langsam zu machen, dass das niedrig angereicherte Uran tatsächlich eben bei der Kernspaltung eine Kettenreaktion kriegt. Und es verwendet Wasser als Kühlmittel. Und es verwendet eben niedrig angereichertes Uran. Und das hat folgende positive Vorteile, nämlich wenn es einen Kühlmittelverlust gibt, dann gibt es auch keinen Moderator mehr und dann sollte theoretisch keine Kettenreaktion mehr da sein. Was tatsächlich aufgetreten ist, also in Fukushima gab es eine Kernschmelze, dann haben die eben nachgekühlt, also haben die eben Wasser zugeleitet, um da den geschmolzenen Kern zu kühlen und dann ist zeitweise wieder. Haben Neutronenmessungen darauf hingedeutet, dass da wieder Kettenreaktionen aufgetreten sind. Aber sagen wir, es war nicht das größte Problem von Fukushima. Aber soweit zum Thema, ja, es kann keine Kettenreaktion mehr stattfinden. Es hat immer noch passiert. Genau. Also das ist ein Vorteil von den Leichtwasserreaktoren. Weiterer Vorteil, sie arbeiten mit thermischen Neutronen eben und bei höheren Temperaturen absorbiert das Uran 238 dann mehr Neutronen und dadurch wird eben die Kettenreaktion auch unterbrochen, weil eben das Uran 235 nicht mehr so häufig gespalten wird. Das ist bei einem schnellen Reaktor, ist die höhere Temperatur bezüglich der Neutronenabsorption völlig egal, weil die Neutronen sind so schnell, die lassen sich davon nicht beeinflussen, inwieweit die anderen Teile eben schneller, also die anderen Teilchen schneller oder langsamer sind. Dann gibt es bei so Leichtwasserreaktoren mehrere Barrieren für radioaktive Stoffe. Das erste ist mal, dass der Kernbrennstoff als Feststoff vorliegt. Dann ist er noch umschlossen von den Brennstabhüllen. Dann gibt es noch einen Reaktordruckbehälter und schließlich gibt es noch ein Containment um den Reaktor. Also
Nicht bei jedem, also in Tschernobyl gab es zum Beispiel kein Containment, aber sagen wir bei einem nach aktuellem Standard gemachten Reaktor gibt es noch das Containment. Ein weiterer Aspekt ist, dass, und der gilt auch für schnelle Reaktoren, und alle Sicherheitsbehauptungen oder viele Sicherheitsbehauptungen von schnellen Reaktoren basieren darauf eben, dass ein Reaktor eben größer wird, wenn er eben heißer wird. Und dadurch eben gehen alle Teile auseinander und eben die kritische Masse würde ansteigen, aber es gibt nicht mehr davon und deswegen, also im Prinzip, es gehen mehr Neutronen verloren und deswegen ist halt wird die Kettenreaktion unterbrochen. Also das ist, wenn man so immer wieder liest, ja, schnelle Reaktoren irgendwie sicher, basiert das üblicherweise auf dieser Behauptung. Dann haben Sie mit der Generation 3 bzw. 3 Plus noch, also irgendwie gab es eben dann doch Vorfälle mit geschmolzenen Kernen, haben Sie also dann noch zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen eingeführt, nämlich Core Catcher, wo eben dann der geschmolzene Kern unter der schmilzt sich dann durch den Reaktordruckbehälter, wird unterhalb vom Reaktordruckbehälter aufgefangen und auf eine Kühlfläche geleitet, wo er dann auskühlen soll und gekühlt wird. Und das ist so die Idee vom Core Catcher, ist teilweise auch irgendwo nachgerüstet worden. Dann gibt es eben bei diesen neueren Reaktoren dann auch mehr passive Sicherheit, also gibt es so Geschichten wie, dass der Kühlkreislauf allein durch Konvektion funktioniert und ausreichend funktioniert und keine aktiven Pumpen braucht. Solche Dinge gibt es bei manchen, also nicht bei allen, aber zumindest bei manchen. Ja, für Sicherheitsberechnungen wird die probabilistische Sicherheitsanalyse verwendet, die basiert auf bestimmten Annahmen. Oft wird angenommen, dass die Störfälle unabhängig sind. Tatsächlich also ist das halt nicht immer der Fall. Also wenn man sich anschaut, also Fukushima ist halt ein richtig schönes Beispiel. Wer hätte gedacht, dass 13 Notstromgeneratoren gleichzeitig ausfallen? Also wenn man annimmt, dass die eben unabhängig voneinander ausfallen, dann ist die Wahrscheinlichkeit irgendwo bei 1 zu irgendwas mit sehr vielen Nullen. Und es ist aber tatsächlich passiert. Also natürlich kann man auch bei einer probabilistischen Sicherheitsanalyse dann eine Annahme treffen, wo man sagt, okay, wir nehmen auch an, dass eben diese und diese Wahrscheinlichkeit ist, dass das zwar gleichzeitig ausfällt, aber die Frage ist, wie gut sind die da wirklich bei diesen Annahmen? Ist halt bei seltenen Vorfällen irgendwie blöd. Ja, die Haftpflicht ist begrenzt. In Deutschland sind alle Kernreaktoren irgendwie auf 256 Millionen Euro versichert und dann haben sich alle Reaktorbetreiber noch gegenseitig haben da irgendeine Deckungsvorsorge gemacht und haften alle miteinander noch für Schäden bis zu 2,5 Milliarden Euro. Und dann gibt es so Schätzungen für mögliche Schäden von 2.500 bis 5.500 Milliarden Euro ja, was weiß ich, bei einem ganz schlimmen Unfall. Also der halt jenseits vom größten anzunehmenden Unfall ist, also was ja auch wieder nur sein. Also wenn man sich das durchliest, dann steht da die Beschreibung vom EPR ist sehr interessant. Da steht da immer jenseits der Auslegungsgrenze. Also das wäre da die Auslegungsgrenze, das wäre der größte angenommene Unfall. Aber natürlich hier ist ein größerer Schaden angenommen.
Ja, inwieweit so diese Versicherungen stimmen, dass alles super sicher ist, ja. Also das NASA-Management nahm eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 100.000 für einen katastrophalen Fehler beim Space Shuttle-Flug an. Ja, das hat sich irgendwie auch nicht so richtig bewahrheitet. Und also mein Eindruck ist, dass bei vielen von Aussagen, wie super sicher die Dinge sind, ist halt auch viel Wunschdenken dabei. Ja, und ein großes Problem, also ein Problem sowohl bei Fukushima als auch bei Three Mile Island war die Nachzerfallswärme. Und da gab es eine Reihe von gröberen Unfällen damit. Das eine, also ein relativ unbekannter Unfall war die Aufbereitungsanlage von Mayak in der Sowjetunion. Das ist eine Wiederaufarbeitungsanlage, die wo im Jahr 1957 einen Tank, einen Kühlungsausfall hatte und dann letztendlich das Zeug ist trocken geworden, ist durch Nachzerfallswärme aufgeheizt worden und dann ist das Ding irgendwann mal chemisch explodiert, weil da war Nitrat drinnen. Ja. Vielleicht bevor ich das erzähle, was ist Nachzerfallswärme? Im Prinzip diese Teilbruchstücke von den Urankernen, die sind selber radioaktiv und die produzieren selber durch diese Radioaktivität dann auch noch Wärme. Und zwar eben am Anfang eben irgendwo über 6% und dann, was weiß ich, nach einer Stunde nur mehr so 1,5% und nach einem Tag nur mehr ein halbes Prozent von der ursprünglichen Wärmeleistung von dem Reaktor. Und das Zeug muss halt weggekühlt werden, weil sonst wird das Zeug immer wärmer und irgendwann schmilzt der Kern und so weiter. Oder eben wie in Mayak, diese wiederaufbereiteten Dinge, was da in dem Tank war, die wurden eben heiß und es hat dann irgendwann mal, also das Wasser, was da in dem Tank war, ist verdampft und irgendwann ist halt das Nitrat chemisch explodiert. Und hat das radioaktive Material in dem Tank eben ziemlich weit verteilt in der Gegend. Ist halt im Westen damals nicht wirklich wahrgenommen worden. Die Sowjetunion hat das bis in die 80er erfolgreich vertuscht. Wobei, ja, 1957, das war auch noch die Zeit, als oberirdische Atomtests waren, da hat man ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger radioaktives Material vielleicht nicht so klar wahrgenommen. Und wenn man es wahrgenommen hat, dann war es sicher unter militärischer Geheimhaltung. Ja, dann kam halt Three Mile Island, der zweite Reaktor, frisch in Betrieb gegangen, hatte einen Kühlungsausfall nach 4 Monaten, also nicht einmal 4 Monate Betrieb. Und das Ergebnis war halt dann am Ende eine teilweise Kernschmelze. Die haben das zum Glück geschafft, ohne dass da gröbere Dinge in die Umwelt gelangt sind, aber es ist schon einiges auch in die Umwelt gelangt. Und Tschernobyl war kein Nachzerfallswärmeunfall. Und dann kam eben Fukushima. Ja, und zwar, also die Reaktoren, die die Kernschmelze hatten, das waren von, also da gab es zwei so, also so Reaktorgegenden mit insgesamt 10 Reaktoren in der Gegend. Fukushima 1 hatte 6 Reaktoren und von denen ist eben 1 bis 3 ist gelaufen. Zu dem Zeitpunkt, als das Erdbeben war, beim Erdbeben ist die Stromversorgung unterbrochen worden und die Reaktoren wurden automatisch abgeschalten. Und 55 Minuten danach wurden die Notstromgeneratoren überschwemmt. Also die Notstromgeneratoren haben eben 55 Minuten lang noch den Reaktor kühlen, also die drei Reaktoren kühlen können. Also im Prinzip sind wir
haben wir diesen ganzen Bereich bis eben eine Stunde, also bis es unten auf 1,5% der Wärmeleistung war, haben wir erfolgreich weggekühlt, wurden dann eben überschwemmt und letztlich haben sie die Kühlung nicht mehr rechtzeitig wieder in Betrieb bekommen und es gab eine Kernschmelze bei allen drei Reaktoren. Bei Reaktoren 4 bis 6, die waren, also das ist ein Glück, waren außer Betrieb zu dem Zeitpunkt, aber, also und zwar nämlich um alte Brennelemente auszuladen und eben neue einzuladen. Sie hatten heiße Brennelemente in den lokalen Abklingbecken von den jeweiligen Reaktoren. Also heiß heißt, dass die eben noch ordentlich strahlen, aber die waren da irgendwo schon bei mehreren Tagen, einige Wochen oder so. Also schon in dem Bereich, wo es nicht mehr ganz so viel ist. Gab es auch Probleme, die zu kühlen. Reaktor 5 und 6 ist ein Notstromgenerator noch gelaufen, der hat geholfen. Beim Reaktor 4 hat man es irgendwie noch rechtzeitig geschafft, die Kühlung wiederherzustellen. Ja, und dann gab es noch ein zentrales Abklingbecken für alle 6 Reaktoren, das hat man auch noch rechtzeitig gekühlt gekriegt. Fukushima 2, das waren 4 Reaktoren, die sind eben auch abgeschalten worden bei dem Erdbeben und die haben das mit heroischen Dinge, wenn man so liest, Einsatz des Bedienungspersonals geschafft, die Stromversorgung rechtzeitig wieder herzustellen, bevor da irgendwas Gröberes passiert ist. Also was wir wissen, also was so bekannt ist, das sind diese drei Reaktoren, die Kernschmelze hatten. Und die haben eben die großen Freisetzungen von radioaktivem Material verursacht. Beim Abklingbecken von 4 gab es da auch noch etwas Freisetzung von radioaktivem Material. Gut, soweit zum Thema Sicherheit. Ein Thema, was meines Erachtens zu wenig beachtet wird, ist eben das Thema Atommüll. Ja, irgendwie ja, hat das meines Erachtens damit zu tun, dass wir tendenziell relativ kurzfristig denken, wie man in vielen Bereichen sieht. Na, jedenfalls, was hat es damit auf sich? Also, das hier ist ein Ding, also eine mögliche Sache. Wir haben ein auf 3,3% angereichertes Uran, wo eben auf 1000 Kilo Uran eben 33 Kilo Uran-235 sind. Und wenn das, also so kommt es in den Reaktor rein und wenn es aus dem Reaktor rauskommt, hat man eben dann 34,1 Kilo Spaltprodukte. Noch immer 10,3 Kilo von dem Uran-235. Dann hat man noch von dem Uran-238 ist was umgewandelt worden in was anderes, nämlich einerseits in Plutonium-239 und ein Teil von dem Plutonium-239 ist eben wieder gespalten worden und ist eben in Spaltprodukte übergeführt worden, aber ein Teil von dem Plutonium-239 ist noch immer drinnen und dann sind noch andere Dinge drinnen, also Uran-236, Plutonium-240 und andere Dinge, wenn man das Plutonium-240 kann noch was einfangen, wird es zu Plutonium-241 und so weiter. Also das kann sich dann noch weiterentwickeln. Ja, hier hat man die Radiotoxizität in Sievert pro Tonne natürliches Uran und da sagt man halt, okay, hier ist irgendwie der Basiswert von Uranerz, wo auch Zerfallsprodukte von Uran sind. Wenn man da die Zerfallsprodukte rausnimmt und die irgendwie gesondert lagert, dann kommt man irgendwo hier hin. Also mir ist nicht ganz klar, warum wir hier zwei Linien haben. Hier haben wir
hier eine Linie und hier eine Linie, also jedenfalls eine von den beiden. Und im Prinzip frischer Atommüll nach nur 100 Jahren ist halt in der Aktivität so weit oben. Und dann geht es eben dann runter. Und der Hauptteil der Aktivität in dieser Zeit ist eben dieses Plutonium. Und das irgendwann kommt es halt unterhalb von dem Uranerz und irgendwann kommt es halt unterhalb von dem, was, naja, also unterhalb zumindest von dieser Linie. Nach irgendwie etwas über 100.000 Jahren oder vielleicht 200.000 Jahren. Dann haben wir noch hier die, ja, diese weiteren Aktiniden, das ist irgendwie. Also teilweise hier und teilweise hier. Und dann haben wir noch diese Zerfallsprodukte. Das Gelbe ist hier dargestellt, ist hier als relativ ungefährlich nach irgendwie 500 Jahren dargestellt. Inwieweit das tatsächlich der Fall ist, ich meine, das ist die Frage, inwieweit man das tatsächlich dann in den Körper aufnimmt. Und wie gut die Endlagerung ist oder die Lagerung halt ist. Ja, hier haben wir auch eine Tabelle, wo man sieht eben Zerfallsprodukte, also Spaltprodukte, wie einerseits eben hier auf der Senkrechten, wie lange sie die Halbwertszeit haben, dann wie viel hier produziert wird beim Zerfall. Also das sind halt in der linken Spalte hier sind die, die am meisten produziert werden. Dann hier etwas, was weniger produziert wird und hier etwas, was noch weniger produziert wird. Und dann die Farben, da sieht man eben hier, diese hellroten Sachen sind eben so Neutronengifte. Also die werden die verschwinden auf jeden Fall schon im Reaktor. Diese dunkelroten, das sind die, die man vielleicht mit Transmutation wegkriegt, wenn man sich bemüht. Und die schwarzen sind die, die man eben auch mit Transmutation nicht gescheit wegkriegt, weil die einfach zu wenig Wirkungsquerschnitt haben. Dann haben wir hier drüben Aktiniden, in Blau spaltbare, in Schwarz nicht spaltbare. Die haben eben sehr unterschiedliche Zeiten, Zerfallszeiten. Also ist nur so Zusatzinformation, auf die ich vielleicht noch zurückkomme. Aber ja, also die Frage ist, also was halt oft argumentiert wird, und man sieht das irgendwie eben auch hier in dieser. Ja, eben nach 500 Jahren oder so, oder schon nach 300 sind wir da irgendwie unterhalb von dem Natururan und dann ist ja alles gut. Und ja, ich bin mir jetzt nicht so sicher. Also im Prinzip, ja, das Argument ist so irgendwie, wenn man nur wenig genug aufnimmt, dann kann man es ignorieren. Aber eben, wenn man dieses Linear Non-Threshold Model annimmt, dann ist auch niedrige Radioaktivität gefährlich, wenn Lebewesen ja ausgesetzt werden. Also, wenn man jetzt dann irgendein, also, und dementsprechend macht die Langlebigkeit der Radionuklide nicht ungefährlicher. Dann verteilt die Gefahr nur auf mehr Generationen. Ein Argument, das in die andere Richtung gehen würde, vielleicht, ist immerhin, also wenn man sich nochmal das anschaut, wir haben nachher nur mehr, also im Prinzip, 951 Kilo von diesem langlebigen Uran, irgendwie so nach, wenn wir es schaffen, das Plutonium und die Aktiniden so für ein paar hunderttausend Jahre eben
eben sicher zu lagern, dann sind wir, ja, also erstens stimmt das auch nicht, weil wir haben immerhin noch einiges. Also das Uran 236, wo ist es? Ja, Uran 236 hat irgendwie 20 Millionen Jahre Halbwertszeit, also und ist damit aktiver als im Uran, als im Natururan. Wir haben auch noch andere, das Neptunium 237 kommt auch noch in nennenswertem Maß vor, hat auch irgendwie ein paar Millionen Jahre Halbwertszeit. Also auch in diesem Bereich sind Dinge drinnen, die man eigentlich nicht haben will, und die dann über einige Zeit aktiver sind. Aber jedenfalls, wir haben am Ende haben wir immerhin weniger Uran, und sozusagen, wir haben jetzt dann unsere Nachfahren, die, was weiß ich, in 300 Millionen Jahren leben, einen Gefallen getan, weil bis dahin sind diese Spaltprodukte schon längst zerfallen. Das Uran 236 und Neptunium 237 auch. Und es gibt, also wir haben jetzt nur mehr 951 Kilo von dem Uran über, statt eben am Anfang 1000 Kilo. Ja. Das wäre so eine Möglichkeit zu argumentieren. Nur das Problem ist, ursprünglich lagert das Uran in irgendwelchen Lagerstätten, die jetzt nicht unbedingt die tollste Sicherheit bieten. Aber andererseits, was derzeit mit dem abgebauten Uran gemacht wird, ist, es wird teilweise als Munition verwendet, das heißt, das liegt dann also im Irak liegt einiges an abgereicherten Uran herum, was definitiv nicht vermutlich, also ziemlich sicher nicht so eine gute Sicherheit dagegen bietet, damit in Kontakt zu kommen, wie wenn es ursprünglich in irgendeiner Lagerstätte lagert. Ja. Genau, da kommen wir, also die vorgeschlagene Lösung für den Atommüll ist, das zu deponieren, nämlich zunächst einmal Zwischenlagerung für circa 100 Jahre mit Kühlung, damit eben die höchste Aktivität einmal wegkommt und dann eine Endlagerung in einer geologisch stabilen Formation und als Kandidaten dafür werden eben Salzton oder Granit genannt, also für sowas geologisch Stabiles. Und ein Beispiel, ja, also man sollte meinen, so ein Salzstock ist eben super gut, weil da kein Wasser reinkommt. Schließlich und endlich hat der Salzstock ja irgendwie Millionen Jahre überlebt. Also wenn da groß Wasser reinkommen würde, dann würde der Salzstock ja längst nicht mehr existieren. Jetzt haben die eben versucht, als Versuchsendlager, also in Deutschland Versuchsendlager Asse war früher mal ein Salzbergwerk, haben sie, nachdem das geschlossen wurde, für als Endlager eben im Versuch verwendet, haben da schon einiges reingelagert und dann kamen Wassereinbrüche und inzwischen werden die Abfälle wieder herausgeholt. Also irgendwie dieses Endlager hat nicht funktioniert. Und die Millionen Jahre lang hat das Salz eben da drinnen ist eben nicht weggeschwemmt worden, aber die Sache ist halt die, wenn der Mensch einmal da eingegriffen hat, dann ist es halt nicht mehr das Ursprüngliche und dann passieren halt offenbar andere Dinge. Hier ist noch so eine ähnliche Grafik wie die wir vorhin hatten. Also irgendwie sowas in der Richtung. Und zwar für verschiedene vorgeschlagene Endlager in den USA, also ich glaube in den USA,
Also Yucca Mountain ist definitiv in den USA, wo eben verschiedene Mengen vom Ursprung, also vom Material, was eben ursprünglich eben 63.000 Tonnen Uran waren, sollte zum Beispiel in Yucca Mountain eingelagert werden. Und da wird eben irgendwie so eine Kurve vermutet, was da offensichtlich irgendwie letztendlich rauskommt davon. Und da ist das Interessante, in dieser Grafik, welche Stoffe da angenommen werden, dass rauskommen. Und zwar sind das nämlich zum doch durchaus zu einem guten Teil Spaltprodukte, also das Jod 129, Zinn 126 und nochmal Jod 129 sind Spaltprodukte. Und nur eben das Thorium ist ein Aktinid. Da haben wir Technetium 99, ist eben auch ein Spaltprodukt. Selen 79 ist ein Spaltprodukt, Silizium 135 ist eins, dann Technetium ist auch ein Spaltprodukt und da haben wir nochmal das Selen und nochmal das Jod. Ja, also man sieht, also da ist mit Bedacht in dieser Grafik, wie chemisch mobil diese verschiedenen Stoffe sind, also Elemente sind. Und offenbar ist es doch so, dass manche Dinge sind also unter bestimmten Umweltbedingungen problematischer als andere. Ja, dann kommen wir, also was halt gerne mal gesagt wird, ist, ja, man kann halt Atommüll mit Transmutation wegkriegen. Also und zwar ist die Idee, okay, man bestrahlt langlebige Isotope mit Neutronen, zum Beispiel, also wo es wirklich gehen würde, bis zu einem gewissen Grad ist das Technetium 99, was ich ja auch in der vorigen Folie erwähnt habe, das wird mit einem Neutron bestrahlt und wird zu Technetium 100 und das zerfällt relativ schnell zu Rubidium 100 und das ist stabil. Aber das Problem ist, wir haben ja gleich am Anfang gehört, Neutronen sind kostbar, weil die kommen im Prinzip nur aus Kernreaktoren. Und der Betrieb so eines Reaktors produziert weiteren Atommüll. Ist also irgendwie jetzt nicht so lustig, das so zu machen. Wobei, also irgendwie die Rechnung ist, man kriegt zumindest beim Technetium, kann man das schon im Laufe der Zeit das Material reduzieren? Also, man produziert wenigstens nicht mehr Technetium, als man durch Bestrahlung mit Neutronen wegkriegt, aber andere Dinge kriegt man ja trotzdem noch. Dann die Aktiniden, die da rauskommen, die durchaus auch ein großes Problem sind, eben vor allem das Plutonium. Und die Minoren-Aktiniden, die kann man eben spalten. Aber dazu bräuchte man vor allem schnelle Reaktoren, die letztendlich, also werden wir auch noch hören, hat sich nicht durchgesetzt. Also das ist eher auch nicht realistisch. Dann, damit das wirklich gut geht, müsste man die langlebigen Isotopen von den stabilen und den kurzlebigen separieren. Aber das geht halt nicht so wirklich gut, weil Isotopenseparation ist halt sehr teuer. Chemisch separieren kann man eben nur Elemente und dann mischt man eben die langlebigen Isotope, die man eben transmutieren will, mit kurzlebigen und mit stabilen. Wenn man dann ein stabiles mit Neutronen beschießt und es wird radioaktiv, dann hat man jetzt eigentlich nicht so wirklich was gewonnen. Wenn man ein kurzlebiges Isotop wie das Cäsium 137 mit einem Neutron beschießt und hat man ein Neutron verbraucht, hat man vielleicht auch nicht so viel davon. Ja, und zum Beispiel kann man Uran-236 nicht vernünftig von Uran-238 trennen. Es sind lange Bestrahlungszeiten nötig. In einem thermischen Reaktor
hat Technetium 99, was noch irgendwie am besten geht, und Iod 129 haben 51 Jahre Halbwertszeit, also müsste im Prinzip das Zeug 510 Jahre bestrahlen, bis nur mal ein Tausendstel davon da ist. Und dann gibt es Sachen, wo es eben einfach gar nicht geht. Also Zinn 126 hat 4.400 Jahre, müsste man 4.400 Jahre bestrahlen, damit man die Hälfte wegkriegt. Das ist nicht so gut. In einem schnellen Reaktor gibt es ähnliche Probleme, nur sind dann die Elemente andere. Eben beim Palladium 107, das kann man eben dann relativ schnell wegkriegen mit 44 Jahren Halbwertszeit durch Bestrahlung. Aber das Zinn 126 kriegt man auch in einem schnellen Reaktor nicht weg. Jo, und die Aktiniden, die gehen durchaus schneller weg, aber eben Plutonium-240 braucht immer noch 24 Jahre, bis man es irgendwie weggekriegt hat. Und Plutonium-242, was heißt weggekriegt, bis man nur mehr die Hälfte davon hat. Und Plutonium-242 32 Jahre, also um das auf ein Tausendstel zu reduzieren, muss man es 1000 Jahre bestrahlen, muss man 320 Jahre bestrahlen. Ja, und dazwischen, also da muss man dann halt natürlich das Zeug dann immer wieder aufarbeiten, damit man eben dann die stabilen Dinge, die da rauskommen, nicht weiterhin drin hat und die weiterhin bestrahlt, und die fangen einem die Neutronen weg und werden vielleicht selber noch radioaktiv. Das wäre nicht so toll. Ja, Aktiniden, die werden mit der stärkeren Bestrahlung dann immer unangenehmer. Also da kriegt man dann Aktiniden, die halt starke Gammastrahler sind, starke Neutronenstrahler und so weiter. Ja, also das ist das, was gerne gesagt wird, das wäre die Lösung. Aber tatsächlich wird es einfach nicht verwendet. Also da gab es vielleicht ein paar Versuche, aber es wurde noch nicht in nennenswertem Maßstab zur Atommüllreduzierung verwendet. Also ist eigentlich eher ein Wunschtraum. Ja, Wiederaufarbeitung, das ist eine chemische Trennung der Elemente, also chemisch. Man kann nur Elemente trennen, keine Isotopen. Und was das einzige Verfahren, was im Prinzip, also gibt dann noch ein paar, die vielleicht verwendet werden zur Gewinnung von Materialien für medizinische Zwecke und solche Sachen und für Versuchszwecke, aber eben wirklich großtechnisch für Verarbeitung von viel Atommüll wird eben das Purex-Verfahren verwendet. Wird eben auch dazu verwendet, um eben Plutonium für Kernwaffen zu machen. Und das Verfahren trennt in Uran, in Plutonium und in den Rest. Und das Plutonium kann dann eben in Mischoxid-Brennstoff verarbeitet werden. Der Mischoxid-Brennstoff da ist dann typischerweise 10% Plutonium und den Rest wird wieder Uran reingegeben. Ja, bei der Wiederaufarbeitung werden die radioaktiven Materialien typischerweise in flüssiger Form gehandhabt. Es gibt dann auch ich glaube, gehen alle mit flüssigen. Bin mir nicht sicher, ob es welche gibt, die mit Gasscheiben arbeiten, aber letztendlich, also für chemische Trennung braucht man einfach Flüssigkeiten oder Gase. Und damit sind einmal zwei von den Sicherheitsbarrieren, die man in einem Kernreaktor hat, sind in einer Wiederaufbereitungsanlage nicht vorhanden, nämlich es ist kein Feststoff mehr und es gibt keine Brennstapel mehr. Und bei einer Wiederaufbearbeitung erhöht sich das Volumen des Atommülls. Es erhöht sich jetzt nicht die Aktivität, weil ja, man hat noch immer dasselbe, aber man bringt halt mehr Material mit dem Atommüll in Kontakt, und letztendlich, es gibt zwar so die Varianten, dass man eben die chemischen Reagenzien zurückgewinnt und wiederverwendet, aber am Ende sind die doch, ist da bleibt da Radioaktivität drin zurück.
Ja, und Wiederaufarbeitung kostet mehr als für die Endlagerung vorgesehen. Und also das ist so interessant in der Diplomarbeit von Etienne Parent zu lesen, was er sagt, also kostet irgendwie so viel, das machen wir hier in den USA nicht. Also gibt einen weiteren Grund, also nämlich der Präsident Carter hat gesagt, die Wiederaufarbeitung ist so irgendwie, da gibt es eben ein Proliferationsrisiko. Wir wollen diese Technologie eben nicht fördern und deswegen machen wir das nicht. Aber wie man weiß, ist da Carter jetzt nicht lange Präsident gewesen, aber auch keiner der späteren Präsidenten hat das je wieder eingeführt. Von daher, also die USA haben, also die Kraftwerksbetreiber und halt die ganze Atomindustrie in den USA hat offenbar gesagt, das ist uns zu teuer. Ja, und also in Europa wurde das durchaus noch verwendet, nämlich also es gab dann eben vor allem die kommerzielle Wiederaufarbeitungsanlagen in La Hague und in Sellafield. In La Hague, die arbeitet noch immer. In Sellafield wurde eben dann irgendwann mal geschlossen, weil eben da die Nachfrage zu gering war, weil es wohl zu teuer ist, also die ganze Aktion. Und eben Deutschland lässt also seit 2005 nicht mehr wiederaufarbeiten. Aber also da wurde das dann sozusagen gesetzlich dem einen Riegel vorgeschoben. Aber was man so liest, haben die Kraftwerksbetreiber das auch schon vorher das schon abgestellt, weil es einfach zu teuer war. Gut, ja, dann, also es kommt dann dieser MOX-Brennstoff raus, aber viele Reaktoren der zweiten Generation sind da nicht so wirklich dafür qualifiziert oder müssen erst dafür qualifiziert werden. Das ist nur begrenzt verwendbar. Teilweise gibt es da ordentliche Lager von MOX-Brennstoff, die da irgendwie rumliegen und darauf warten, von Reaktoren verbraucht zu werden. Ja, genau. Gut, ein Thema, was ich genannt habe, was relativ also was relativ wertvoll ist, ist spaltbares Material. Im natürlich Vorkommen tut nur Uran-235, und das ist nur 0,7% des Natururans. Und die Frage war lange Zeit, wie viele Reserven gibt es? Und man hat sich bis in die 1980er darüber Sorgen gemacht. Und heute macht man sich irgendwie keine Sorgen mehr. Und die Frage ist, liegt das daran, dass wir heute kurzsichtiger sind als damals? Oder dass man einfach genügend Reserven entdeckt hat. Irgendwie, ich glaube es, also es sind durchaus auch neue Reserven entdeckt worden. Die Kurzsichtigkeit hat, mein Eindruck ist aber auch, die Welt ist kurzsichtiger geworden, also vor allem die westliche Welt. Nichtsdestoweniger, also mit dem, was man heute weiß, kann man die heutigen Reaktoren da auf jeden Fall 70 Jahre noch betreiben. Von daher ist es schon klar, dass sich die westlichen Reaktorbetreiber, die da keine Reaktoren haben, die noch 70 Jahre in Betrieb sind, noch keine Sorgen machen. Vielleicht, wenn sie neue bauen, in nennenswerten Ausmaß. Aber im Prinzip hat man auch aufgehört, eigentlich Reaktoren zu bauen. Von daher ein weiterer Grund, warum man sich da nicht so viel Sorgen gemacht hat. Nichtsdestoweniger, also die Sorgen, die es da gab, die haben zu vielen Konzepten geführt, die halt eben mehr oder weniger gut aufgearbeitet wurden. Das eine sind eben schnelle Brüter, dazu komme ich noch. Wiederaufarbeitung habe ich schon erwähnt.
Also im Prinzip, wenn man diesen Mischoxid-Brennstoff verwendet, dann kann man eben den Reaktor weiter betreiben und hat da eben, kann da eben noch mehr aus dem ursprünglichen Uran herausholen, statt eben im Prinzip alles, was da drinnen war, einfach gleich in die Endlagerung zu schieben. Aber was man derzeit macht, ist eben, man schiebt eben alles in die Endlagerung. Zum Teil, also die Franzosen, wie gesagt, mit La Hague, die machen noch. Und eben Thoriumzyklus ist aber eher, beim Thoriumzyklus, das ist so eine Idee, die aber nie wirklich in nennenswertem Umfang umgesetzt wurde. Ja, also eben das Erbrüten, das ist eben noch so ein Thema, eben um eben das mit dem vorhandenen Uran besser auszukommen und auch mit dem oder eben auch Thorium verwenden zu können. Eben man bestrahlt eben Uran-238, von dem wir ja sehr viel haben, mit Neutronen, erhält Plutonium-239. Oder man bestrahlt Thorium-232, von dem es noch viel mehr gibt, allerdings nicht. Also Uran-238 haben wir viel herumliegen, weil das eben beim Anreichern von Uran angefallen ist. Vom Thorium haben wir nicht so viel herumliegen. Also man bestrahlt eben Thorium mit Neutronen und kriegt dadurch Uran-233 ein weiteres spaltbares Material. Dieses Erbrüten von spaltbarem Material aus sogenannten fertilen Material, ich weiß nicht mehr, wie es auf Deutsch heißt, nennt sich Konversion oder Erbrüten. In den jüngsten deutschen Leichtwasserreaktoren, den Convoy-Reaktoren, die hatten so eine Konversionsrate von ungefähr 0,6%, na, Faktor 0,6, also 60. Ja, was heißt das? Im Prinzip für jedes gespaltene Uran-235 wurde noch eben 0,6 Plutonium-239 erbrütet. Warum? Wir haben gesagt, wir haben 2,4 Neutronen. Da könnten wir 1,4 Neutronen zum Erbrüten verwenden. Also nicht jedes Neutron bewirkt eine Spaltung. Eben bei Uran-235 in einem thermischen Reaktor sind es nur 81%, bei Plutonium-239 nur 63%. Dann fangen manche Spaltprodukte, fangen Neutronen ein und der leichte Wasserstoff in Leichtwasserreaktoren fängt Neutronen ein. Aber immerhin soll 65% der Energie in einem Convoy-Reaktor aus erbrütetem Plutonium kommen. Und beim EPR ist geplant, dass 80% aus Plutonium kommt. Inwieweit das tatsächlich der Fall ist, wird sich erst weisen. Also, oder weiß nicht, in China weiß sich's vielleicht schon, aber da habe ich keine Daten dazu bekommen, also gefunden. Dann eben gibt es noch die Idee, dass man eben mit schnellen Neutronen arbeitet und die haben eben einen Vorteil, dass man eben eine höhere Konversionsrate haben kann, aber sie haben Nachteile. Es ist eine höhere Anreicherung nötig. Bei Kühlmittelverlust gibt es dadurch möglicherweise weiterhin eine Kettenreaktion. Bei Kernschmelze kann man dadurch weiterhin eine Kettenreaktion haben. Nichtsdestoweniger, also bis jetzt ist kein schneller Reaktor durchgegangen. Es gab aber auch noch nicht wirklich so viele. Der, wo wir in Kalka waren, das war ein schneller Reaktor. Vorteil vom schnellen Reaktor ist, es bleiben mehr Neutronen über und eine Konversionsrate größer 1 ist möglich. Und man hat eben ein Grund unter anderem ist,
dass das Uran-238 zu 11% doch von den schnellen Neutronen gespalten wird, auch wenn es nicht als spaltbares Material gilt, weil es eben doch so wenig Spaltwahrscheinlichkeit hat, aber es ist besser als eben der thermisch, wo es praktisch null Spaltwahrscheinlichkeit hat. Und die Spaltprodukte fangen weniger Neutronen ein und man kann dadurch das Natururan 60 mal besser ausnutzen. Ja, die üblichen schnellen Reaktoren haben eben entweder Kühlmittel, die bei Zimmertemperatur fest sind, wie Natrium, Blei oder Salz. Oder ja, es gibt gasgekühlte schnelle Reaktoren als Konzepte, aber die sind nicht wirklich erprobt. Ja, ein schönes Beispiel oder im Westen für einen schnellen Reaktor ist der Superphénix, der in Frankreich einige Jahre in Betrieb war und auch ganz schöne Zeit in Betrieb war. Der hat allerdings eben sehr wenig Verfügbarkeit gehabt, nämlich nur 9,2% Energieverfügbarkeit und 7,9% Nutzungsgrad. Also Nutzungsgrad ist im Prinzip, wie viel von dem, was er theoretisch an Strom liefern könnte, er tatsächlich geliefert hat. Also das mit der Energieverfügbarkeit ist, wie viel der Zeit er etwas geliefert hat, aber das kann dann auch weniger sein als eben die Maximalleistung. Im Westen ist kein schneller Brüter mehr in Betrieb. Also könnte man sagen, ist eine tote Technologie. In Russland, die haben einen von 1980 bis, ja, also laut dem Wikipedia-Artikel sollte ja 2021 abgeschaltet werden, den BN600 in Betrieb gehabt, der deutlich bessere Verfügbarkeit gehabt hat, also irgendwo bei 75% oder so. Aber so das richtig große Erfolgsmodell ist das scheinbar auch nicht, weil also sie haben dann irgendwie 2015 sollte ein Nachfolger in Betrieb gehen. Was davon da ist, ist da in dem Artikel, den ich gelesen habe, jetzt auch nicht wirklich gestanden. Der ist wohl davor geschrieben worden. Und in Planung ist, also das sind beides aber keine kommerziellen Projekte, sondern das ist beides noch im Prinzip im Entwicklungsstadium. Also meine Theorie ist, das Zeug ist auch in Russland zu teuer, um kommerziell entwickelt zu werden. Aber sie haben noch eine kommerzielle Version in Planung, aber ob die jemals tatsächlich da sein wird, werden wir erst sehen. Ja, Thoriumzyklus kürze sich jetzt ab. Letztendlich, also hört man auch immer wieder von Leuten, die von der Atomkraft schwärmen. Also alle Probleme von Uran sind behoben mit dem Thoriumzyklus. Ja, gibt einige Vorteile, aber letztendlich niemand verwendet es. Also es gab 15 Reaktoren, die damit gearbeitet haben. Davon ist einer noch im Betrieb und der hat 13 Megawatt elektrische Leistung. Also ist ein kleiner Reaktor. Also eine Technik, die sich nicht durchgesetzt hat. Warum auch immer. Ja, dann wird öfter mal noch von modernen Konzepten geredet. Reaktoren der vierten Generation, da gab es irgendwann in den 90er Jahren, Anfang der 2000er, groß, ja, jetzt die Reaktoren der vierten Generation. Das ist die Zukunft. Inzwischen hört man jetzt nicht mehr so viel davon. Was mich vor allem relativ skeptisch macht, ist dieser Höchsttemperaturreaktor. Also letztendlich, es sind alles entweder unerprobte Konzepte oder teilweise erprobte und aufgegebene Konzepte. Und eben unter anderem der Höchsttemperaturreaktor, den habt ihr in Deutschland gehabt, dieser auch bekannt als Kugelhaufenreaktor. Und ja, es ist, wenn man darüber nachliest, also es ist ganz witzig, wenn man die englische und deutsche Wikipedia vergleicht. In der englischen liest sich das so, als wäre das ein super Konzept.
und in der deutschen Lisna halt, was es damit alles für Probleme gab. Aber von den Reaktoren der vierten Generation hört man jetzt auch nicht mehr viel. Und der letzte Schrei sind kleine modulare Reaktoren, die sollen, also das einzige, also gibt es eben eine lange Leiste von Reaktoren. Das einzige, was die irgendwie verbindet, ist, dass sie weniger als 300 Megawatt haben. Und sie haben halt die üblichen Versprechungen, die halt eben Atomkraft immer hat, nämlich dass es sicherer und billiger ist. Aber ja, also ich würde da, also halte ich eher für, ja, Versprechungen halt. Was dagegen durchaus meines Erachtens etwas realistischer ist, Reaktoren der dritten bzw. 3-Plus-Generation, und wo die Grenze zwischen 3 und 3-Plus ist, habe ich nicht verstanden, also zumindest wurde das nicht erklärt. Das ist eine evolutionäre Weiterentwicklung von erfolgreichen Reaktorkonzepten und mit Zielen der besseren Sicherheit, eben indem man passive Sicherheit dazu gibt und die Core-Catcher, bessere thermische Effizienz und durch standardisierte Designs geringere Kosten. Das mit den geringeren Kosten, das werden wir gleich sehen. Aber also, was ich sehr informativ fand, ist der Artikel über den EPR. Also in der deutschen Wikipedia, da kann man also sehr, sehr viel, wenn man genauer wissen will, wie das so läuft. Also was es da alles für Dinge gibt. Aber jedenfalls in der Realität schaut es so aus, eben es gab oder gibt unter anderem den AP1000 von Westinghouse und Toshiba mit 1100 Megawatt. Davon ein Stromlieferant in South Carolina zwei bestellt für 9,8 Milliarden Dollar. Baustart sollte 2013 sein. Dann gab es eine Bauzeitüberschreitung, eine Kostenexplosion. Ich glaube, schon 2017 haben sie dann geschätzt, dass es 25 Milliarden Dollar kosten wird. Das Ergebnis war, dass Westinghouse pleite gegangen ist und Toshiba hat jetzt deswegen ziemliche Probleme. Also Toshiba ist die Muttergesellschaft von Westinghouse. Genau, Projekt wird eben 2017 gestoppt, aber eben die 9,8 Milliarden sind weg. Das ist auf Kredit finanziert worden. Die Stromkunden in South Carolina müssen den Kredit jetzt abbezahlen. Man hätte natürlich den 9,8 Milliarden dann noch die 15 Milliarden hinterherwerfen können und hoffen, dass das reicht oder wer weiß, wie viel da noch reingegangen wäre. Zwei AP1000 werden noch immer in Georgia gebaut. Da hat der Stromanbieter eben ist dabei geblieben. Wird jetzt erwartet, dass es 2023 fertig wird. Die ursprüngliche Abschätzung war, dass es 14 Milliarden Dollar kostet. Inzwischen wird geschätzt 28,5 Milliarden Dollar. Und in vier AP1000 wurden in China gebaut. Baustart war 2009. Fertig war es in 2018 und mehr sind geplant. Ja, dann gibt es noch den EPR von Areva, die sich dann, also ursprünglich Framatome, dann Areva, jetzt wieder Framatome, ein Reaktor mit 1600 Megawatt. Da gibt es in Finnland, in einem unaussprechlichen Ort, wird da einer gebaut. Baustart war 2005, sollte 3,7 Milliarden Euro kosten und sollte 2009 online sein. Inzwischen sind die geschätzten Kosten bei 11 Milliarden Euro und soll im Juli 2022 soll dann endlich Strom produziert werden. Und einige Meilensteine dahin sind schon geschafft. Also das mit Juli 2022 ist durchaus realistisch. Also das wäre dann durchaus, also hätten sie es in 17 Jahren geschafft. In Flamanville wird einer gebaut, Baustart war 2007, sollte 3,3 Milliarden Euro kosten und 2012 fertig sein. Inzwischen soll er 2023 fertig sein und bezüglich der geschätzten Kosten habe ich eben zwei Angaben gefunden, 12,7 Milliarden Euro und 19,1 Milliarden Euro.
Ja, da hat der französische Staat einerseits und eben die Kraftwerksbetreiber andererseits da ordentlich noch reingebuttert, um eben diese Baukostenüberschreitungen da abzufangen. Dann in China wurden zwei gebaut. Baustarts waren 2009 und 2010. Geplant waren 46 Monate Bauzeit und die sind beide nach 9 Jahren, haben sie mit kommerzieller Stromproduktion begonnen. Also immerhin in China schaffen sie das. Und jetzt werden in Hinkley Point C werden zwei von denen gebaut. Baubeginn war 2017, erwartetes Bauende 2026. Und die haben sich wird von EDF finanziert, also Electricité de France. Und die haben sich von Großbritannien einen garantierten Abnahmepreis von 106 Pfund, also wertberechtigt auf 2021, 106 Pfund pro Megawattstunde garantieren lassen. Und das ist teurer, als erneuerbare Energien sind. Ja, damit kommen wir schon zum nächsten Thema. Ist Kernkraft billig? Louis Strauss hat gesagt, es wird so billig sein, dass man den Strom nicht mehr messen wird, sondern so als Flatrate verkaufen wird. Und in Deutschland haben die von Anfang an gesagt, okay, das wird nie konkurrenzfähig mit Kohlestrom sein. Und deswegen haben sie in Deutschland von Anfang an die Kernkraft subventioniert. Grenzkosten sind die Kosten, wenn man jetzt alles schon das Ding dort stehen hat, die Mannschaft dort, alle Genehmigungen und so weiter, Mannschaft sitzt dort und wir schalten das Kernkraftwerk jetzt nicht ein oder das sonstige Kraftwerk jetzt nicht ein. Wie viel ersparen wir uns da? Und da ist die Kernkraft tatsächlich billig. Also im Prinzip ist das nur die Kosten vom Brennmaterial. Wenn man sieht, hat man irgendwie Kosten von irgendwo von 7 oder sowas Euro pro Megawattstunde. Hier sind Brennstoffkosten 2003 in den USA aufgeschlüsselt. Das sind witzigerweise also 7 Dollar pro Megawattstunde. Wobei hier ist noch 1 Dollar, den man als Steuer an den Staat abführt und der übernimmt dafür die Entsorgung. Und der Rest ist halt eben, wie viel das Erz kostet und Anreicherung kostet noch relativ viel und so weiter. So. Ja, Kosten pro Megawattstunde, da sieht man das Blaue, ist die Kernkraft, die wird irgendwie, das ist ein anderes. Genau, jetzt sind Stromgestehungskosten. Das ist inklusive Kapitalkosten, inklusive eben die ganzen Kosten, die eben auch anfallen, wenn man das Kraftwerk nicht in Betrieb, wenn man das jetzt nicht unmittelbar einschaltet, sondern sozusagen nur betriebsbereit hält. Und da ist Atomstrom nicht so billig. Also das Blaue ist Atomstrom. Und da sieht man eben, ist eben 2020 eben deutlich teurer, sowohl als irgendwie Kohle und Gas und auch teurer als, was weiß ich, thermische Solarenergie, Solarpaneele, Windkraft und geothermische Energie. Also eigentlich das Einzige, was noch teurer ist, ist eben Spitzenstrom aus Gas, aber Spitzenstrom ist ja grundsätzlich mal wertvoller und Atomkraft liefert keinen Spitzenstrom. Ja, hier noch eine ähnliche Darstellung, nur halt die nimmt nicht die Jahreszahl auf der X-Achse, sondern die installierte Leistung. Und da sieht man eben, ja, es gibt da bei Offshore-Wind, bei Onshore-Wind
Und bei Solar, also bei Photovoltaik, gibt es also eine Lernkurve, die dafür sorgt, je mehr installiert wird, desto billiger wird es. Bei Kernenergie wird irgendwie, also die Lernkurve irgendwie negativ. Je mehr installiert wird, desto teurer wird es. Also ist vermutlich die Lernkurve die, dass man eben dann auch immer mehr lernt, dass man eben die Kraftwerke, dass die eben doch gewiss mehr Unsicherheit haben als am Anfang versprochen und man deswegen höhere Sicherheitsauflagen hat. Aber jedenfalls wird das immer teurer. Ja, und die Frage ist, okay, ist vielleicht die Errichtung teuer, aber danach ist es billig. Sollte man schon errichtete Kernkraftwerke weiterlaufen lassen? Also in Deutschland ist es so, 2010 hat die Bundesregierung die Laufzeitverlängerung beschlossen. Damals war es scheinbar für die Energiekonzerne, die dafür lobbyiert haben, durchaus war das gewinnbringend. 2011 ist es eben wieder zurückgerudert worden und dafür haben sich die Konzerne noch entschädigen lassen, also 2011 wegen Fukushima. RWE hat 2020 eine Laufzeitverlängerung kategorisch ausgeschlossen, weil also ganz offensichtlich 2020 war das eben für RWE unwirtschaftlich, Atomkraft weiter zu betreiben. 2022 wird wieder darüber diskutiert, also jetzt könnte es vielleicht wieder wissen. Wirtschaftlich sein, aber meines Erachtens auch nur, solange die Erneuerbaren nicht weit genug ausgebaut sind. Ja, in den USA wurde wenn Kernkraftwerke wegen Unwirtschaftlichkeit geschlossen, also und zwar haben wir da eine Menge von denen, oder sie wurden subventioniert, da haben wir dann noch welche, die wegen technischer Probleme geschlossen wurden. Und hier haben wir eine Reihe, die durch Subventionen am Laufen gehalten wurden. Und eines, das ist indirekt. Also da gab es dann CO2-Begrenzungen und deswegen hat sich das irgendwie ausgezahlt, eben dieses Kernkraftwerk am Laufen zu halten, weil die entsprechenden Stromerzeuger offenbar sonst den Strom eben nicht aus Gas liefern konnten. Also der Grund, warum die alle unwirtschaftlich waren, ist, weil das Fracking-Gas einfach billiger war. Ja, eben die Frage ist, wie schaut es mit dem Atommüll aus? In den USA übernimmt der Staat die Endlagerung für 1 Dollar pro Megawattstunde. Und von daher ist es klar, dass eben so Dinge, die mehr als 1 Dollar kosten, wie eben Wiederaufarbeitung, grundsätzlich nicht in Frage kommen. Deswegen hat das auch nie jemand dann wieder versucht. In Deutschland hat der Staat das, als sich das irgendwie 2010 oder so in der Größenordnung einmal eben die Rückstellungen überschreiben lassen für 24 Milliarden Euro und hat dafür eben die Endlagerung übernommen. Und die Idee ist, dass aus diesen 24 Milliarden Euro bis 2100 169 Milliarden Euro werden und das soll angeblich für reichen, um diese Endlagerung zu bezahlen. Ob das tatsächlich so sein wird, naja, wird man sehen. Letztlich, also die Übernahme der Entsorgung kann man auch als eine Art Staatsverschuldung sehen. Die ist halt schwer bezifferbar, weil man nicht weiß, wie viel das hier kosten wird. Andererseits natürlich, wenn diese Kernkraftwerksbetreiber in Konkurs gehen, müsste das dann der Staat sowieso übernehmen. Von daher bleibt sowieso wenig über, aber ich meine, das ist das grundsätzliche Problem, wenn man Atomkraft betreibt. Also man übernimmt den wirklich extrem langfristige Verpflichtungen. Ja, hier noch Forschungssubventionen, die es da gab in Millionen Euro. Also das hier ist irgendwie 1 Milliarde Euro. Und man sieht jedenfalls bei den also Energie, das ist alles Energieforschung. Das Gelbe ist die Kernenergie
Hier ist das Jahr 2000, wo 2001 war, glaube ich, war Atomkraftausstieg in Deutschland beschlossen. Das Gelbe ist Kernenergie, das Lilane oder Magenta ist Kernfusionsforschung und das Orange ist Beseitigung kerntechnischer Anlagen und Risikobeteiligung. Also das übernimmt im Laufe der Zeit einen größeren Anteil. Aber letztendlich kann man sagen, bis heute wird mehr investiert oder zumindest bis 2008 wird mehr in Kernenergie investiert als in erneuerbare Energien. Wäre interessant zu wissen, wie sich das in den letzten Jahren weiterentwickelt hat. Also das ist deutsche Forschungssubventionen vom Deutschen Bund. Ja, genau. Und eben die Subventionen, also 2006 subventionierte Deutschland die Kernenergie mit 3,7 Giga-Euro, also mindestens, das ist ein bisschen schwer herauszurechnen. Das sind pro Megawattstunde 22 Euro, also 2,2 Cent pro Kilowattstunde. Wenn ich da jetzt vergleiche, also letztens habe ich einen gehört, der erzählt hat, seine Solaranlage hat einen Einspeisetarif von 4 Cent pro Kilowattstunde. Also da wird hier schon, also bei der Kernenergie schon gut subventioniert. Ja, eine Behauptung ist noch, ja, Kernkraft ist verlässlich. Und warum ist es verlässlich? Weil es Grundlastkraftwerke sind. Und was das aber eigentlich heißt, ist, ein Grundlastkraftwerk erzeugt den Strom auch dann, wenn er nicht gebraucht wird. Dann muss man so Dinge hinstellen wie eine Nachtspeicherheizung, damit der Nachtstrom eben verbraucht wird, den Atomkraftwerke auch in der Nacht liefern, oder ein Pumpspeicherkraftwerk, was in der Nacht das Wasser hinaufpumpt und am Tag das Wasser hinunterlässt, um Spitzenstrom zu haben. Und also eigentlich ist Grundlast eher das, was wenig wert ist, und Spitzenlast ist das, was man viel haben will. Dann ja, aber okay, man kann sagen, es wird wenigstens immer geliefert. Aber ist das wahr? Also wenn man jetzt so einen EPR mit 1600 Megawatt hat, dann fällt auf einmal gleich 1600 Megawatt aus, wenn der einen internen Störfall hat. Beim Tohoku-Erdbeben 2011, wurden sieben Kernreaktoren in der Nähe von Fukushima abgeschalten mit insgesamt 6400 Megawatt. Also die sind offline gegangen und waren dann eben wochenlang offline. Eigentlich nein, die waren permanent offline, weil die wurden nie wieder eingeschalten. Also das, ja, soweit zum Thema Verlässlichkeit. Und dann sieht man halt hier noch, eben Japan hatte eben irgendwie so in der Gegend von 20 bis 25 Gigawatt wurde ständig mit Kernkraft erzeugt, und dann kam das Jahr 2011 und dann ging es halt runter auf null innerhalb eines Jahres. Man muss sagen, es ist sehr interessant, dass sie das geschafft haben. Also haben das eben zum Teil durch Energieeinsparungen, also ein bisschen niedriger sieht man, ist hier der Verbrauch, und zum Teil eben durch mehr eben kalorische Kraftwerke, also mit fossile energiebetriebene Kraftwerke aufgebracht, ja. Aber jedenfalls im Prinzip, das war jetzt nicht wirklich ein Beispiel für Zuverlässigkeit, wobei da natürlich auch eine politische Entscheidung mitgespielt hat. Aber die Frage ist, ob sich in einer Demokratie ein Staat leisten kann, nach so einem Unfall wie Fukushima die Kernkraftwerke nicht abzuschalten. Also Japan hat offenbar gemeint, sie können sich das eher leisten, sie abzuschalten, als sie nicht abzuschalten. Ja,
Ein weiteres Beispiel für die Verlässlichkeit ist, im 2016 wurden Schwächen in Stahlteilen eines Werkes in Frankreich entdeckt, das im scheinbar einen Großteil der Reaktorbehälter, der Reaktor, Hüllen gebaut hat in Frankreich. Und dann mussten da reihenweise Reaktoren innerhalb des nächsten Jahres abgeschaltet werden, um überprüft zu werden. Das hat zu Strompreissteigerungen gesorgt, weil Frankreich Elektrizität importieren musste. Also das war jetzt auch nicht unbedingt ein Beispiel für Verlässlichkeit. Interessanterweise, wenn man sich den Verlauf der Stromproduktion in Frankreich ansieht, ist das weit weniger deutlich, als was man in Japan gesehen hat. Also es war anscheinend ein relativ kleiner Effekt, der aber trotzdem zu Strompreissteigerungen geführt hat. Gut, Zusammenfassung, es gibt Unfälle trotz Sicherheitsfeatures und Atommüll muss mindestens 100.000 Jahre sicher verwahrt werden, aber eigentlich auf die Ewigkeit. Weil, also man muss es mindestens so sicher verwahren, wie das ursprüngliche Natururan verwahrt wurde. Wie lange reichen die Uranreserven? Das ist halt die Frage. Ist nicht so klar. Bisher waren Konzepte zur Streckung wenig erfolgreich, teilweise aus wirtschaftlichen Gründen. Billig ist Kernkraft nicht, auch wenn das immer wieder gerne behauptet wird. Die Zuverlässigkeit ist so, dass Kernkraftwerke ausfallen können und eben auch ganze Flotten ausfallen, können ausfallen, wie man eben in Japan oder eben in Frankreich gesehen hat. Dann werden gerne neue Konzepte versprochen, aber meistens sind das alte Hüte oder eben völlig unerprobt. Und bei den unerprobten Sachen, ich meine, die Dinge sind alle irgendwann einmal schon gedacht worden in den 50er Jahren. Es gibt einen Grund, warum man den nie erprobt hat. Oder nicht in größerem Maßstab. Ja, wenn keine Kernkraft, was sollte man sonst tun? Also meine Meinung ist, man sollte den Verbrauch begrenzen. Wird das nicht unser Wirtschaftswachstum sozusagen auch begrenzen? Sehe ich nicht so, weil auch menschliche Arbeitskraft ist begrenzt und das hat das Wirtschaftswachstum, also wir haben trotzdem ein Wirtschaftswachstum gehabt. Also von daher, ich denke, die Einfallskraft der Menschen ist gut genug, um auch mit gleichbleibendem oder geringerem Energieverbrauch ein Wirtschaftswachstum zu haben. Und für den Rest eben Wasser, Wind, Sonne und Pumpspeicherkraftwerke zum Speichern. Gerne wird auch behauptet, ja, Wasserstoff ist die Lösung, aber Wasserstoff ist eben überhaupt keine Lösung, weil es ist keine Energiequelle. Es ist als Energiemedium in einigen Zusammenhängen sinnvoll, aber es ist keine Alternative zu irgendwas, was ich hier besprochen habe. Ja, vielen Dank. Und ja, danke für eure Geduld. Carsten, bist du noch da? Ich glaube mich nicht. Er hat vorher gemeint, er meldet sich vielleicht früher ab. Also dann werde ich das kurz weiter moderieren. Wir haben mal vom Erich eine Frage. Bitte, Erich. Danke für den Vortrag. Der war lange, aber detailreich. Ich würde gern drei Dinge ergänzen. Das eine ist, in den ganzen Puzzlesteinchen Tschüss. spielt die Reaktionszeit noch eine Rolle. Und ich weiß jetzt nicht mal, an welcher Stelle das ist, aber es gibt in der ganzen Kette eine Stelle, wo die Reaktionszeit im Bereich von Zehntel Sekunden ist und das ermöglicht es überhaupt erst, einen Reaktor zu fahren. Da gibt es noch einen Teilaspekt, der bei Tschernobyl eine Rolle gespielt hat. Und zwar war das dort so, die haben den Reaktor im Teillastbetrieb verwendet. Und im Teillastbetrieb wird er zickig, im Volllastbetrieb ist er deutlich gutmütiger. Und das ist ein wesentlicher Puzzlestein, warum denen das Ding um die Ohren geflogen ist.
Ja, also hier bei diesen Neutronen, die rauskommen, gibt es bei Uran-235 irgendwie 1% oder so in der Größenordnung, die mit einer Verzögerung von ein bisschen was rauskommen. Und da, also die, also bei Tschernobyl, also da gibt es noch ganz andere Dinge. Ich habe extra nicht groß mit Tschernobyl über Tschernobyl geredet, weil das ist ein Reaktortyp, der hat bestimmte Konstruktionsprobleme und man kann wunderbar darüber nachlesen, was da alles schiefgegangen ist. Aber letztendlich lehrt es uns nichts für die Frage, ob das irgendwie zukunftsfähig ist, weil da wird ja jeder Reaktorbefürworter sagen, ja, solche Reaktoren bauen wir ja eh nicht. Also das mit der Reaktionszeit, Thema 1, dann bei den Sachen mit den Wahrscheinlichkeiten. Wir kleinen Menschlein denken immer, wenn da irgendwas eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1 Million hat, dass man da tatsächlich auch ungefähr 1 Million Versuche braucht, bis das eintritt. Und das ist halt falsch. Das kann beim ersten Versuch schon so sein. Ich denke, das Hauptproblem ist, was bei jeder FMEA, also Failure Mode Effect Analysis, auftritt, ist, dass du die unbekannten Fehler nicht berücksichtigst. Ja, das kommt noch dazu. Kommentar Nummer 3, das sind die Salzstöcke. Das finde ich sehr lustig, weil man das eigentlich verstehen kann inzwischen, was das Problem ist. Die Salzstöcke sind nicht staubtrocken, die haben Flüssigkeitseinschlüsse und der Atommüll ist eine Wärmequelle. Und wenn man jetzt über so eine mini kleine Flüssigkeitsblase einen Temperaturgradient zieht, dann löst sich auf der wärmeren Seite etwas mehr Salz als auf der kühleren Seite und dann wandern die Dinger zu der Wärmequelle. Oh, Also okay. das ist der Grund, warum das nichts taugt. Aber wie gesagt, hinterher ist man da immer sehr viel schlauer. Witzigerweise wird aber Salz noch immer als mögliches Endlagerding genannt in der Die Finnen Wikipedia. haben doch Ja. etwas geologisch Stabiles jetzt beworben, das ganze Jahr lang. Was ist? Ja. Also Wahrscheinlich. Ich es glaube, das ist war es, ja. ich weiß nicht, ob es in Finnland nicht Granit ist, aber ja, es ist eines von diesen dreien. Also es ist nicht Salz, also eines von den restlichen beiden. Also von den Ja. besseren. Und das ist besser, oder? Das ist Nein, die es ist Frage. nur anders. Ja, ich meine, das Problem. 100.000 Jahre aufwärts, das beherrschen wir nicht. Es ist auch so, Ja, dass also die. vielen Dank für den Vortrag und ich wollte diese drei Dinge halt noch dazu tun. Ja, Der danke Vergleich für mit den dem Zusatz. Natururan ist auch nicht so toll, weil wir hatten durchgehende Naturlagerstätten. Also Ganz das ist kurz eh. nur, ich glaube, wir sollten jetzt für Twitch langsam schließen. Ja. Weil wir sind jetzt, glaube ich, mit der normalen Zeit schon ganz gut durch. Ich habe auch gefragt, ob es noch Fragen gibt. Und ich würde dann nochmal ganz gerne alle daran erinnern, dass morgen ein bisschen früher losgeht. Deswegen winken wir mal alle für Twitch, sagen vielen Dank, sagen dem Anton auch vielen Dank. Und es gibt morgen noch einen Folgevortrag dazu. Okay, alles klar. Gut. Ich nehme noch weiter auf, falls es noch interessant werden sollte bei uns. Ja? Aber das Streaming habe ich jetzt mal abgebrochen. Gut. Genau, also Na Natururan im Boden lagern, so wie es natürlich vorkommt, ist nicht ungefährlich. Also es gibt kritisch gewordene fossile Lagerstätten, die irgendwann im Na, Ver. also ja, das ist allerdings sind die kritisch geworden, als es noch irgendwo bei 2 oder 3% Uran-235, Ja. also das war vor Milliarden Jahren. Aber na, es ist tatsächlich die Gefahr für Menschen liegt, und das war damals der Reaktor, der natürliche Reaktor, der wird jetzt nicht so wahnsinnig viel Auswirkung gehabt haben. Naja, Nee, damals weil, weiß man also, nicht. das, naja, ja, gute Frage, ne? Im Prinzip ist da irgendwann Wasser dazu gekommen. Das Ding wurde durch die Moderation vom Wasser kritisch. Dann ist es so heiß geworden, dass das Wasser irgendwie weg war. Und ja, also natürlich ist dann der ganze Atommüll dann im Wasser gewesen, aber
Also da ist ein Geysir, der regelmäßig ausbricht oder sowas kannst du kriegen. Ja, ich weiß nicht. Jedenfalls, wie gesagt, heute nicht mehr möglich, weil inzwischen ist eben das Uran-235 so wenig, dass mit leichtem Wasser du keine kritische Masse mehr zusammenkriegst, auch nie Ja. auch. Aber was es gibt durchaus beim Natururan tatsächlich natürliche Gefahrenquellen, nämlich aus dem Natururan tritt halt Radon aus. Und Radon, also das ist eben der Unterschied. Manche Dinge sind mobil und manche nicht, ne? Und eben das Radon ist halt sehr mobil, weil es ein Gas ist und noch dazu ein Edelgas, es reagiert auch mit nichts. Und das tritt dann halt durch irgendwelche Spalten an die Erdoberfläche und verbreitet dann halt Sie auch gerne im Keller, habe ich mal gelesen, gell? Genau. kann, also wenn du in einem Gebiet mit Granit bist oder so, dann kann da durchaus nennenswert sein, weil im Granit ist doch eine nennenswerte Menge von Uran, jetzt Okay. nicht so viel, dass sich der Ja. Abbau lohnen würde, aber genug, um eben doch zu einer erhöhten Strahlungsbelastung durch das Radon zu führen. Darf ich noch ein paar Kinderfragen stellen, die ihr alle sicherlich gleich beantworten könnt? Der Atom, man tut doch beim Uran, wird doch Zentrifugen verwendet, um das eine Isotop vom anderen zu trennen, das höher angereicherte. Ja. Wieso mache ich das beim Atommüll nicht nochmal? Oder mache ich das eh? Das macht, ja, Weil man es zu kann es machen. teuer ist. Aber war das Es das, was zu baut teuer ja. war dann? Aber man Ja, macht es. Ja, nein, das also geht man macht es mit. beim Atommüll nicht, nein. Also erstens beim Uran, es ist ein wahnsinnig aufwendiges Ding. Man sieht auch, und es geht nur bis zu einem gewissen Grad. Also so, was haben wir, waren wir es denn? So. Na? Ich bediene die Maus mit der falschen Hand, man merkt's. Also im Prinzip, man hat am Anfang eben 0,7% Uran drinnen und dann zahlt man eben doch einiges an Geld, um eben dann 3,3% Uran zu haben. Das ist also auch schon teuer, okay. Wenn du, Ja. das ist schon teuer, wenn du auf die 95 oder 90%, was für Kernwaffen gebraucht wird, du kommen willst, dann zahlst du noch einmal mehr. Wenn du jetzt, sagen wir, abscheiden willst, Cäsium 135 von Cäsium 137, das wäre vermutlich ähnlich teuer, aber erstens hast du das dann mit einem richtig heftigen radioaktiven Material zu tun, nämlich das Cäsium 137. Die Anlage wird dadurch natürlich noch teurer, weil du das ja ordentlich abdichten, also noch besser abdichten musst. Und das Ergebnis ist nur, ja, dass du dann sozusagen die beiden Isotopen dann getrennt hast, aber so groß gewonnen hast du dadurch nichts. Also Und es, ja. warum funktioniert Economy of Scale da nicht bei solchen Sachen? Also, weißt Naja, du, bis zu einem gewissen Grad funktioniert es eh, aber irgendwann bist du dann auf dem Level, ne? Dann aber müsste nicht dann einfach dieser MOX-Preis sinken, weil die Nachfrage einfach nicht da ist? Und das verwendet man einfach lieber MOX dann als die andere, als den neuen Treibstoff. naja, das MOX ist eben etwas schwer zu verwenden, weil also das, was da Erich erzählt hat mit den verzögerten Neutronen, das ist beim Plutonium, ist das weniger. Also die haben weniger verzögerte, das Plutonium 239 hat weniger verzögerte Neutronen. Deswegen ist das ein bisschen problematischer. Man muss einen Reaktor dafür designen. Oder, und die Reaktoren der zweiten Generation wurden nicht dafür designt. Dann hat man es eben sich überlegt, ob nachträglich, ob das damit gehen kann. Und ist halt dann, also in Fukushima zum Deswegen die Beispiel dritte Generation, ja, okay. wollten sie gerade anfangen, damit zu arbeiten. Und dann haben sie natürlich die Reaktoren dort abgeschalten. Aber die werden sie wieder einschalten in Fukushima, oder? Die sind endgültig abgeschalten. Also Na, auch 1 bis die 3, oder? nicht Die beherrschen. kaputt sind, aber die, die Nein, nicht kaputt sind? alle 10. Aber macht es sich Alle Sinn, eine Atomruine erst recht noch zu betreiben?
damit dann halt alle Dreck ist schon dort, so in der Richtung? Nein. Nein. Also es ist erstens schwierig und zweitens, die Reaktoren Personal. haben, ja, na, die Reaktoren haben auch alle Erdbebenschäden, Ah, das, okay. mögliche Erdbebenschäden. Und Das willst du nicht riskieren dann, okay. das sicherzustellen, dass da nichts passiert ist. Okay, also Aber in nicht so wie einem. bei Tschernobyl, wo man es noch jahrzehntelang weiter betreiben wird, das ganze Zeug dort. Nein, Tschernobyl ist auch ausgeschaltet. Ist auch Nein, ja, nein, aber die haben sie ja, ewig lang das laufen Problem lassen ist das noch, Personal. oder? Du kannst in dieser verstrahlten Region, willst du auch das, hast auch Probleme, das Personal hinzubekommen. Also Tschernobyl ist jetzt irgendwie, sind die Russen da rein und die Soldaten hatten keine Ahnung, was da los ist und wo sie hinfahren und haben dann mit ihren Panzern ordentlich Ja, Staub aufgewirbelt. gut, sie haben das schon gewusst, das war ihnen einfach egal. Ehrlich, was solltest Das du war sagen? egal, ja, aber nein, wenn es ihnen egal gewesen wäre, hätten sie den ABC-Filter von ihrem Panzer Ach eingeschaltet. so, meinst du? Ja, okay, das stimmt. Die wussten es nicht. Die Wirklich? hatten Okay. keine Ahnung. Was ich Crazy. sagen wollte, ich wollte vorhin doch was zu dieser Zentrifuge sagen. Das sind Gaszentrifuge. Also das Material wird, Oh. glaube ich, Uran-Tetrafluorid. Es, Hexa, Hexa, oder Hexa. Hexafluorid. Und das ist in der Handhabung alles nicht lustig. Und Das wie ist eines der gesagt, schwersten Gase, die es gibt. Also ja. Also es das ist nicht so, dass man das auf den Acker stellt und es läuft dann schon. okay. Es hat nämlich so Ja, geklungen, wie Sie wobei. damals gemeint haben, dass der Iran jetzt anreichert, dass das quasi jeder bei sich zu Hause im Keller machen kann, den Nein, ein nein, bisschen. also das Oh ist nee. tatsächlich ist das, ist die Gewinnung von waffenfähigem Material der größte Aufwand bei der ganzen Geschichte. Also irgendwie, wenn du nachliest über das Manhattan Project, das Design von der Bombe oder so, das hat irgendwie 76 Millionen Dollar gekostet, oder wenn ich mich irgendwie so in der Größenordnung, jedenfalls, ja. Und das, also von den Bomben, ne, die haben ja mehrere designt, das waffenfähige Material hat 2 Milliarden gekostet. Wow. Also die ganzen Anlagen zu bauen, um das waffenfähige Uran und waffenfähige Plutonium zu kriegen, das hat so viel gekostet. Okay. Ja, vor allem musste man auch noch ausprobieren, was macht man? Macht man Anreicherung oder macht man Erbrüten von Plutonium? Dann haben sie ja Ja, wir haben beides ja probiert. beides gemacht. Und es hat dann beides funktioniert, aber es hätte ja sein können, dass eines nicht funktioniert. Okay, eine. Da bist du an der Stelle Aber eben, wie mindestens man mal am dumm. Iran sieht, es ist heutzutage immer noch aufwendig. Also der Ja. Uran arbeitet ja schon seit Jahren dran und. Der Iran arbeitet relativ lang dran. China hat es in wenigen Jahren irgendwie geschafft, zur Bombe zu kommen. Also es hängt auch davon Wie du ab, geologisch halt, was du hast und so. was du für Leute hast und für Know-how und so. Das ist schon unterschiedlich. Okay, und was ist mit dem Diagramm, was du da gehabt hast, mit dem Abkühlen, ja? Du hast ja dann gemeint, mich hat das ziemlich geschockt, dass das auf 1% der Reaktionsfreudigkeit war und noch immer eine Kernschmelze herbeiführen konnte dann. Was ist denn da die Nein, sichere nein, Prozentsatz? nicht Reaktionsfreudigkeit, sondern das ist Nicht das, nicht das. Oh ja, es ist das, genau, das Entschuldigung, ist ja. Aktivität. Ja. Also das ist Energieproduktion. Also zum Beispiel der EPR, das ist ein Reaktor, der hat 4000 Megawatt thermisch oder Ja, vielleicht sogar okay. 4500. Das heißt, du kriegst, was weiß ich, nach einem Tag bist du auf einem halben Prozent unten, das sind 200 Megawatt. Die müssen weggekühlt werden. Also, Ah, das. das sind einfach die großen Zahlen wieder, was das Problem hier sind. Okay, Ja. ja. Den Teil hat man bei der Führung in Kalkar auch gehört. Also da waren ja die zwei Kerle, die da früher geschafft haben. Genau. Und die haben das auch erzählt. Die Restwärme geht bei 6,5% los. Und weil das einfach so irrsinnig ist, kannst du das nicht einfach an Luftstelle und abkühlen lassen. Genau, in Fukushima, der Reaktor hatte diese Pumpen für die Notkühlung, haben einen Dampfbetrieb. Der funktioniert nur leider nicht, wenn die Pumpe unter Wasser ist. Naja. Naja. Also das ist die Idee dahinter war, wenn
wenn also der Strom ausfällt und man kann diese Notkühlungspumpe mit Dampf weiterfahren. Man muss halt nur an der richtigen Stelle das Wasser dazu kippen und braucht an der anderen Seite von dieser Notkühlpumpe Luft, damit Ja, klar. der Wasserdampf weggehen kann. Und die waren aber unter Wasser und dann haben sie natürlich nicht funktioniert. Ja, das haben wir sich hoffentlich auch dazu gelernt, aber ja. Okay.